So, der Partyüberfall. Eines der drei Level im Karneval und des letzten Abschnitts, also das drittletzte Level. Sieht doch schon mal ganz geil aus. Ich bin echt gespannt, wie das Finale hier so wird. Bauchtänzerinnen haben wir ja. Hallo Sackboy. Willkommen beim Karneval der Schöpfer. Für dich steht ein Festwagen bereit, der nur noch den letzten Schliff benötigt. Alle deine Freunde sind bereits hier und bereiten ihren Festwagen vor. Geh zu ihnen. Sie werden dir sicher helfen. Yes. Brasiliano. Ich würde sagen, das hier hat mir noch am meisten gefallen. Ah, okay. Ich habe auch schon eine Nachricht hier in Dingens in Steam, dass Schulan sich Payday schon fertig geladen hat. Über Steam geht das ja relativ fix. Das ist die Seidenrobe? Egal, das ist zwar vom Ninja, aber von dem China-Gebiet, aber hey, das ist auch egal. Muss ich das Teil jetzt rüberschieben? Ich glaube schon. Das Krönchen. Oh. Oh ja, das Werbefoto hatte ich ganz vergessen. Big Run macht ein Nickerchen. Geh zu ihm und erinnere ihn daran. Ab zu Big Run. Perfekt, nimm diesen Sticker. Es wird dein Festwagen etwas Glamour verleihen. Ist das ein Unterhöschen oder was soll das darstellen? Ist das ein Schlüpper? Ich glaube schon, ne? Bikini-Unterteil, ja. Ja, tatsächlich. Ein Schlüpper. Ein Schlüpper. Und wo soll ich das genau reintun? Ich soll, oh shit, so. Hui. Und das Bikini-Oberteil, okay. Schlüpper. Zack. So, ah, Sackboy, du kommst genau richtig. Meine Uhr funktioniert nicht. Kannst du dir den Mechanismus mal ansehen? Das kann ich in der Tat. Ah, okay. Wenn ich das hier so reinstecke. Hey! Hä? Die berühren sich ja gar nicht. Ja, das ist natürlich. Was soll ich denn hier genau machen? So. Ups. Gute Arbeit, jetzt kann der Karneval rechtzeitig beginnen. Irgendwo hier hängen Kuhglocken. Du kannst sie verwenden, um deinen Festwagen aufzupeppen. Habe ich ehrlich gesagt nicht vor. Nicht mit Kuhglocken. Ah, damit komme ich wieder hoch. Dafür ist das da.
Was? Muss mich an die Uhr klemmen. Ja, tatsächlich. Den Schlüssel darf ich haben. Was auch immer der bringt. Die Musik hier finde ich wiederum geil. Die ist ganz entspannend. Ich weiß einfach, dass es hier irgendwo Öl gibt. Wenn du mir hilfst, das schwarze Gold zu finden, werde ich dich fürstlich belohnen. Das Problem bei Öl ist ja, dass man dann ganz schnell Besuch von Amerika bekommt. Na gut, suchen wir das schwarze Gold. Oh, was? Oh, seht euch Sexboys. Tolle Dekoration an. Warum benutzt du nicht die Sticker, die du... weil ich es nicht will. Darum mache ich sie nicht dran, aber... Danke der Nachfrage. Was? Schalterauslöser, okay. Okay, also Schalterauslöser. Irgendwo hier gibt es schwarzes Gold. Das hat doch irgendwas mit dem Ding hier zu tun. Wie bringe ich das denn zum Drehen? Hä? Hm. Oh Gott. Kann mir jemand erklären, was ich machen soll? Nur solche Sticker aufkleben. Na, wenn dann Schlipper. Ach, ich muss es von Hand drehen. Ich glaube es ja nicht. Was dreht sich denn dann? Da kommt's schon angesaugt. So, jetzt schauen wir mal. Aha. Irgendwo fließt jetzt das Öl in rauen Mengen. Irgendwo. Ich kann jetzt auch nicht raushüpfen, weil ich hier feststecke. Dumm, dumm.
Ui, gut, alles gut. Und jetzt spring in das Rad und setze die Pumpe in Gang. Ja, leichter gesagt als getan. Jetzt dreht sie sich, oder was? Weiß doch nicht mal in welche Richtung. Oder so rum. Hey! Ich raff's nicht. Hab's in Schwung bekommen. Komm schon, da haben wir es. Ja, weg damit. Hey! Hey! Ja, so sieht's aus. Also, was hatte... Danke! Mögen die Flöhe von 1000 Kamelen niemals dein Sofa befallen. Nimm diese Federn und schmücke deinen Festwagen damit, my friend. Das Kamel bewegt sich jetzt. So. Ja, unnötiger Tipp. Okay, ich muss es doch machen. Die passen sich also an. Dein Festwagen wird immer besser. Du solltest ein Mittagsschläfchen halten. Damit könnten wir darüber nachdenken, wie wir den Festwagen fertigstellen. Ein Nickerchen soll ich machen. Ja. Das. Das war das erste Level. Wir haben den Wagen vorbereitet. Schön. Ja, aber der nächste Part, die Spaßstraße. Ja, wir sind schon richtig im Endspurt. Bis zum nächsten Part.